Jo Leute, bevor das eigentliche Video losgeht, möchte ich euch einmal darauf hinweisen. In diesem Video gibt es eine ganze Menge Streitbedarf bei sowohl dem D als auch mir. Wir haben uns danach, glaube ich, noch insgesamt 3 Stunden lang über die Figur, die ich ihm gegeben habe, in den Haaren gelegen. Und ich weiß, er ist nicht nachtragend und wir haben uns danach auch wirklich lange ausgesprochen. Wie gesagt, 3 Stunden haben wir dann noch gequatscht gehabt. Aber ja, ich wollte euch diese Folge einfach nicht vorenthalten. Wird aber wahrscheinlich die letzte gewesen sein, die ich mit D aufgenommen habe. Nicht von meiner Seite aus, sondern wahrscheinlich von ihm aus, weil er da so angepisst war von der Figur, dass er da gesagt hat, dass er nicht mehr mit mir spielt. Ich kann es auf einer Seite verstehen, weil es eine Sache ist, die ich eigentlich als selbstverständlich empfunden habe und das eigentlich bei ihm vorausgesetzt habe, was falsch war. Und ja, das wollte ich jetzt einmal kurz vorgeschoben haben. Wie gesagt, die Runde ist schon seit einer Ewigkeit abgehakt bei uns beiden. Und dementsprechend hoffe ich, dass das kein Thema für euch ist. Wie gesagt, die letzten paar Minuten, die sind sehr, sehr salty. Wirklich salty bei uns beiden. Weil wir zicken uns da schon ziemlich hart an. Aber wie gesagt, das ist auskuriert. Da sind wir lange schon drüber hinweg. Trotzdem wollte ich die Erfolge hochladen und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem Video. Und ja, wir sehen uns gleich. Bis dann. Jo Leute, willkommen zurück zu Wer bin ich? Und wieder dabei ist Monsieur D. Hallöchen. Ja, Mr. Cyborg. Für alle, die mitspielen wollen, einmal weggucken. Für alle, die es direkt wissen wollen, dürft weiterhin gucken. In 3, 2, 1. Blim. Oder Map. Mal gucken, vielleicht finde ich eine neue Hupe. Und ja, im Moment benutze ich ja das Nebelhorn dafür. Ja. Nein. Ja, ist so ein Standard-YouTube-Sound. Und ausgeblendet wird in 3, 2, 1. Jetzt! Und da ich verloren habe, bin ich männlich. Nein. Ach komm, kannst mich mal am Arsch lenken. Du kannst mich mal kreuzweise. Okay, bin ich männlich? Ja. Bin ich eine reale Figur? Nein. Das heißt, Fiktiv. ich bin weiblich. Nein. Ach, du kannst mich doch mal kreuzen. Wie gesagt, ich habe heute Nacht 3 Stunden wach gelegen. Nur um jetzt dich so einfach sowas richtig Fieses zu haben. Ja, gut, dann mach mal. Eine männliche, fiktive Figur. Da kann es doch eigentlich nur noch eins sein. Nein, das Werk, aus dem ich entstamme, ist gezeichnet. Nein. Also nicht gezeichnet. Keine Animes, keine klassischen Zeichentrick-Cartoon-Sachen. Weder männlich noch weiblich. Okay. Das heißt, ich bin ein Neutrum. Also den Artikel, den ich gerade hier habe, da steht geschlechtslos, aber Neutrum ist auch okay. Okay, atme ich. Ja. Okay. Also ich bin ein lebendes Wesen. Ja. Also ich atme Luftsauerstoff. Rein chemisch klingt das etwas seltsam, aber ja, Luftsauerstoff. Gut. Ja, dann bin ich keine Pflanze, irgendwie so ein komisches Viech. Ja, weil die atmen keinen Luftsauerstoff, die atmen Luftkohlendioxid. Relativ. Da gibt es die Sache, dass die über Nacht entsprechend Sauerstoff aufnehmen, während sie über Richtig. Tag Kohlenstoffdioxid aufnehmen. Also wäre das auch nicht hundertprozentig, das Ganze. Ich Ach atme ja. nur Luftsauerstoff. Bin ich der Meinung, ja. Sehr schön. Damit bin ich keine Pflanze.
So, ich nehme mal an, da ich weder männlich noch weiblich bin, aber ein lebendes Wesen bin, würde ich einmal tippen, ich bin fiktional. Ja. Okay. Bin ich gezeichnet? Ja. Ich habe gerade etwas, was ich. Ich habe was im Kopf, wo ich mir denke, das kann es nicht sein, aber gehen wir einfach mal da drauf. Ich komme in Bewegtbildern vor. Ja. Ich komme im Fernsehen vor. Ja. Meine Sendung ist an Kinder gerichtet. Im weitesten Sinne ja. Okay, im weitesten Sinne ja. Die Simpsons sind auch nicht an Kinder eigentlich gerichtet, Ja obwohl gut, der dann Zeichenstil ist ist aber die etwas. Sache raus, die ich jetzt gerade im Kopf hatte. Ich hatte nämlich gerade SpongeBob im Kopf. Wäre eine Idee gewesen. Ja, aber der ist dann raus, weil das ist definitiv eine Kindersendung. Kannst du dich durch Verknospung Fortpflanzen, ja, bla ernähren? bla bla Ja. bla. Kannst du, kannst du, kannst du? Vor allem wäre der auch bei Luftsauerstoff draußen gewesen. Stimmt. Okay. Eine Sendung. Läuft meine Sendung aktuell noch? Du meinst bei uns in Deutschland im Fernsehen? Nee, erstmal meine ich nur, dass die aktuell läuft. Ja. Okay. Aktuelle Serie. Die läuft. Zumindest eine, in der er existiert. Okay. Ja, er ist wahrscheinlich. Nee, Läuft die ist Serie. existiert. Du laberst so oft dazwischen. Läuft die Sorry. Serie aktuell in Deutschland? Das fragst du denjenigen, der seit XY nicht mehr Fernsehen geguckt hat. Okay. Du darfst ja nachgucken. Ja, ich bin gerade dran. Also aktuell meine ich so im letzten Monat irgendwann. Ob dann irgendwann mal irgendeine Und Folge mit mir gelaufen ist. ja. Also ich würde es jetzt so entnehmen, ja. So. Damit wir es auch noch mal klar haben, also mein wirklich ganz spezielles Klientel liegt außerhalb vom Kindesalter. Ja. Okay, gut. Weil ich darf ja keine Nichtfrage Eigentlich ja. stellen. So. Aber auch das kann ich nicht sein, weil da hättest du direkt gesagt, nein, das bin ich nicht. Also South Park bin ich, aus South Park komme ich auch nicht. So, weil South Park ist glaube ich sogar FSK 8, 16. Nein. Nein, es kommt auf die Folge drauf an. Alle Folgen davon haben unterschiedliche FSK-Sachen Ja, abbekommen. weiß ich, Deswegen aber. gibt es Folgen, die teilweise nachmittags laufen und Folgen, die abends oder nachts laufen. Ja, ich Genau aus weiß. dieser Problematik, weise halt. So, Manche Folgen sind aber direkt zart. da hättest du direkt gesagt, Kinder auf gar keinen Fall. So. Deswegen. Also Auch ich habe. bei dem, was ich hier habe, fällt es mir schwer zu sagen, dass das für Kinder ist. Okay. Ich würde sagen, lief oder läuft meine Serie auf den öffentlich-rechtlichen? Gut, also mache ich mal weiter. Ja, okay, also private. Ja. Ist meine Figur aus einem Computerspiel? Nein. Moment, nicht gezeichnet und nicht aus einem Computerspiel. Das wäre nochmal. Ja, nicht gezeichnet und aus keinem Computerspiel. Vollkommen richtig. Okay, bleiben eigentlich nur noch die Bücher dann.
So, private Sender, das heißt, läuft meine Serie auf einem der Kanäle der RTL Group. Moment. Also RTL, RTL 2, Super RTL, Nein, nein. kein Nochmal RTL, nein. kein Nein. RTL. Okay. Das waren jetzt 4 oder 5. Ja, das gehört ja alles in eins, also keine RTL Group. Ist meine Figur eine literarische Figur? Nein. Alter, was hast du mir gegeben? Also eigentlich total easy. Gehöre ich zu Sat.1, also gehört meine Sendung zur Sat.1 ProSieben Company. Ja. Okay. Sat und ProSieben. Halt aufs Aktuelle bezogen, aber ja. Ja, klar. Logisch. Also, was weiß ich, die werden das halt nicht an RTL dann verkauft haben. Okay. Cool. Super, dass ich so viel Fernsehen gucke. Ich auch. Ja. Also ich bin gezeichnet. So. Ich komme in Bewegtbildern vor. Klar, ich komme in der Serie vor. Bin keine Korrekt. klassische Kindersendung. Ja. Laufe auf entweder Sat.1, ProSieben oder was auch immer. Ja. Laufe ich im Abendprogramm? Die Also, nächste gute Frage, wird den du denjenigen fragst, der entsprechend so viel Fernseh guckt. ja, du hast aber trotzdem die Möglichkeit, das nachzugoogeln. Ich nicht. Ab wann fängt bei dir Abend an? Wie viel Uhr? 18 Uhr bis halt Gut, dann 23 da Uhr. kann ich Nein sagen. Okay. Kein Abendprogramm. Also ich habe eine fiktive, nicht gezeichnete, nicht Computerspiel, nicht literarische Figur. Okay. Ist richtig. Aber was kann ich noch sein? Das weiß ich nicht. Das heißt, es muss irgendwo wieder irgendwas Richtung Pumuckl-mäßiges sein. Du hast Nein. jetzt aber nicht nochmal einen Pumuckl genommen, den ich Frag doch kenne. mal nach Pumuckl. Hurra, hurra! Ich hab. Das ist ja mega Da Arschloch. müssen wir uns mal über eine neue Regel entsprechend drüber mal reden. Zweimal hintereinander die gleiche Figur gilt nicht, oder? Nein, du Oder bist nicht doch? nochmal Olivia Jones. Die ist ja nicht fiktiv. Da habe ich auch erst mit gehadert. Ist Olivia Jones fiktiv oder ist sie real? Eine Realfigur, würde ich sagen. Und ich hätte sogar gesagt, eigentlich, dass sie weiblich ist. Wegen die Figur Olivia Jones ist weiblich, während der Olivia Rieke oder wie der mit Nachname heißt, männlich ist. Also, In der entweder, Biografie wird als weiblich entsprechend die Figur beschrieben. ja, klar, aber dann müsstest du sagen, wenn du Olivia Jones als eigenständige Person dann siehst und dann als weiblich ansiehst, dann ist sie fiktional. Das kann man auch so sehen. Okay, gut. Müssen wir uns mal irgendwann drüber einig werden. Aber okay, Ja, so. klare Regeln halt. Ja. Nein, du bist nicht der Pumuckl. Und auch nicht Olivia Jones. Ja. Also, wenn es nicht aus dem Computerspiel sein sollte und nicht gezeichnet und nicht literarisch. Richtig. Literarisch ist für mich alles Mögliche in Richtung Bücher, Zeitschriften. Es gibt Was? bestimmt irgendwo was Literarisches über dich. Doch, es fällt mir sogar eine Sache ein, aber das ist sowas von total abwegig, dass du es darüber kennst. Also du kennst die Figur auf gar keinen Fall darüber. Dann kannst du aber nicht sagen, dass es nicht literarisch ist. Die Figur ist nicht literarisch entstanden, nein. Das Literarische ist nachher irgendwann mal da zugekommen, aber nicht. Also von mir aus kannst du da hinschreiben, literarisch, aber du kennst das Ding nicht mal. Aber was soll es denn jetzt noch großartig sein? Wenn es nicht gezeichnet ist, kann es auch kein Manga sein. Die Figur ist nicht gezeichnet, nein. Und wenn sie nicht gezeichnet ist, kann sie nur irgendwie entsprechend animiert sein. Haha, da Und kommen wir schon mal Moment, ganz weiter. langsam, aber
wenn sie animiert ist, kann sie nicht irgendwie als Computerspielfigur entsprechend vorliegen. Wie kann sie dann noch großartig als Sache vorliegen? Dann müsste man ja in die bekloppteste Richtung gehen von, keine Ahnung, Transformers oder sonst irgendwas. Und du bist ja sicher, ich kenne die Figur. Hundertprozentig. Tausendprozentig. So wie ich eben entsprechend auch mir ziemlich. Nein, nein. Das weiß ich zu 1.000.000%, dass du diese Figur kennst. Zu 1.000.000%. Mhm. Also, da leg ich meine Hand für ins Feuer. Also nochmal die Frage, ist meine Figur animiert? Ja, logisch. Animiert plus kein Computerspiel ist immer wieder eine blöde Kombination. Das heißt, ich komme in irgendeiner Fernsehserie vor? Nein. Oder nein, lass mich es anders formulieren. Komme ich in irgendeiner Serie von mehreren Folgen vor? Das heißt, entsprechend irgendwelche YouTube-Clips oder irgendein fortlaufendes Format. So da du ja auch literarisch nimmst, ja, du kommst auch fortlaufend in einer, in irgendeinem YouTube-Format vor, ja. Da du Literatur ja auch durchgehen lassen möchtest. Okay. Da bin ich jetzt gespannt. Das hilft dir null weiter. Das sag ich dir jetzt schon. Ja, aber ich weiß mit der Geschichte, dass es entsprechend nicht ganz so uralt sein kann. Du findest auf YouTube einen Film, der heißt Hush Hush Sweet Charlotte. Der ist der Albtraum-Horrorfilm von meiner Mutter. Da siehst du noch wirklich den Ketchup und die Knete. ist kein Scherz. Also du siehst, dass die Hand, die der da verliert, unecht ist. Und trotzdem hat meine Mama da Panikanfälle vor. Und das ist in Schwarz-Weiß, das Ding. Und ich kann dir sagen, ja. Auch das findest du auf YouTube. Wenn es eine fortlaufende Serie ist, heißt ja, dass es entsprechend mehr da davon gibt. Moment, Moment, Moment. Fortlaufende Serie heißt mehrere Teile. Ja. So. Das heißt nicht, dass die noch aktuell produziert wird. Ja, aber so extrem uralte Sachen. Ich finde weniger auf YouTube, was wirklich uralt ist. Okay, gut. Ansichtssache. Ja, aber okay. Mhm. Machen wir weiter. Mal gucken, wo es uns hinführt. Okay. Das klammere ich mal ein, vorsichtshalber. Fiktiv nicht gezeichnet, naja. Trotzdem irgendwo animiert. Gibt es irgendeine Frage, die mich wirklich weiterbringt? Ja. Gut, das zu du wissen. Du hast zwei Sachen gefragt. Die eine beantworte ich dir halt so. Mhm. Es gibt vielleicht jemand anderen, der dir die anders beantworten würde. Und eine Sache, die hast du so gefragt, dass sie dich gerade komplett raushaut. Das heißt, ich würde nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen, nochmal genau überlegen, was du gefragt hast und dann nochmal genau nachfragen. Bei einer Stelle hast du nämlich einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich habe keine Fehler gemacht. Ich bin unfehlbar. Dann machst du weiter, wie du meinst. Da bist du auf bestem Wege. Mhm. Da ich weiß, dass du auf meine Figur nicht draufkommst, kann ich relativ blöd ins Blaue raten. Dann hau raus. Nee, die sind gezeichnet. Deswegen, das macht keinen Sinn. Oh nee, oder? Nein, das passt auch nicht. Meine Serie ist primär. Wie formuliere ich denn das, ohne eine Verneinung da drin zu haben?
Wegen, wenn ich dich jetzt fragen würde, Klammer auf, das ist keine Frage. Wenn ich dich fragen würde, es kommt nicht im Fernsehen vor, wäre es ja eine Verneinung. Das Dann ist sind eine wir uns einig, oder? Verneinungsfrage, die würde ich rausnehmen und dann wäre ich dran. Ja, deswegen würde ich die nicht Gut. stellen. Da wollte ich nur nochmal, dass wir uns da einig sind. Ich hatte erst eins. Oder nimm das Nein und frag, meine Serie kommt im Fernsehen vor. Vielleicht hast du auch recht damit. Ich hatte jetzt im Moment gerade noch South Park und Happy Tree Friends im Kopf. Aber das wird's nicht sein. South Park ist halt nicht gezeichnet in dem Sinne. Es Richtig. wäre animiert, es wäre fortlaufend, dass man es irgendwo auf YouTube findet, vorstellbar. Definitiv. Aber dann wäre halt so ein bisschen die Fernsehsache. Kommt meine Serie im Fernsehen vor? Ich vermute ganz stark, dass sie nicht im Fernsehen vorkommt. Also so einfach machst du es mir auch nicht. War das jetzt eine Frage? Nein, das war keine Frage, das war eine Feststellung, eine sehr lange Feststellung, Okay, die dann mit frag einem mal bitte fragenden was. Unterton zum Schluss gewesen ist, aber das war keine Frage. Okay, dann frag mal jetzt was. Ja, gehen wir mal in eine ganz andere Richtung. Kommt das Produkt, um es mal ganz allgemein zu halten, aus dem meine Figur kommt, aus Japan? Muss ich nachgucken, warte. Muss ich nachgucken. Wenn Internet mal schneller laufen würde. Definier mir das bitte mal. Wie definieren? Definier mir deine Frage noch mal bitte. Ganz genau. Ich habe gemeint, die Serie, beziehungsweise das Produkt, eigentlich das Produkt, in dem meine Figur vorkommt, ob das entsprechend aus Japan kommt. Ja, so. Und was heißt das jetzt? Heißt das, der Entwickler muss da sitzen oder was Das weiß hilft ich? mir auf jeden Fall, die ganzen South Park-Geschichten, die ich eben noch im Kopf gehabt habe, rauszunehmen. Oder muss der Produzent da sitzen? Oder muss da der Rechtenehmer sitzen? Wer soll in Japan sitzen? Mir reicht schon, dass das irgendwie entsprechend zumindest ein Teil der Entwicklung aus Japan kam, dass ich South Park ausschließen kann. Okay. Ja, Teile davon, also Teile von dem, was ich gerade aufgezählt habe, sind in Japan. Okay, das heißt, irgendwo anders kommt auch nochmal ein bisschen was her. Bisschen was kommt woanders her, ja. Naja. Das klingt jetzt wieder so nach einem extremen Mech-up. Ich muss immer wieder an Pumuckl denken. Ja, dann Ding an Pumuckl. Tu dir keinen Zahn. Wegen, dass es irgendwie so ein Mischding ist aus zwei verschiedenen Sachen. Okay, grenzen wir es weiter ein. Ist das Gesamtprodukt auch animiert? Es gibt Stellen, wo ich weiß, dass das nicht der Fall ist, aber viele Sachen und ich würde sagen, die meisten Sachen sind animiert, ja. Okay. Ich schreibe mir das genauso auf. Meiste Sachen animiert. Darfst du gerne tun. Ich glaube, ich gehe vollkommen in die falsche Richtung. Das weiß ich nicht. Aber du hast gesagt, ich komme nicht drauf, deswegen gebe ich dir auch keine Tipps. Ich kenne das. Kenne ich das Ganze aus YouTube, von YouTube, wie auch immer. Weiß nicht, woher du es kennst. Aber ich würde sagen, nein. Du würdest sagen, ich kenne es woanders her, nicht aus YouTube. Es gibt es auf YouTube, aber ich kenne es wahrscheinlich nicht aus YouTube, um es nochmal die Feststellung zu haben.
Das wäre dann die logische Schlussfolgerung daraus, ja. Gut. Okay. Gut, das heißt, fragen wir es ganz einfach. Meine Serie läuft auf Pro7. Nein. Okay. Weiter. Aber woher soll ich denn bitte was kennen entsprechend? Also du gehst ja halt da davon aus, dass ich es das nicht von YouTube kenne. Ich gehe ganz schwer davon aus, dass das nicht der Fall sein wird, ja. Und wir unterstreichen nochmal, es ist kein Computerspiel. Ja, es ist kein Computerspiel. Da bleibe ich immer noch dabei. Ist es generell ein Videospiel? Da schon eher. Mhm. War klar. Ich muss mir das abgewöhnen, immer Computerspiel zu den ganzen Sachen zu sagen. Ich sage auch zu Smash Bros. Ein Computerspiel, obwohl es eigentlich nicht richtig ist. Das ist richtig. Siehst du, ich komme da auf meine Fehler. Dann kommt natürlich das obligate Konsolendurchraten, wobei ich eigentlich nicht erwarte, dass du von mir erwartest, oh Gott, das klingt wieder bekloppt, Ja, ich weiß, dass was du irgendwas meinst. mit PlayStation-Spielen entsprechend bei dir käme. Deswegen, das ist unwahrscheinlich. Ich vermute ja ganz stark, ja, probieren wir einfach mal die Ecke natürlich durch. Ist es eine Figur von Nintendo? Natürlich. Wer hätte es gedacht? Alter, ganz ehrlich, was hast du jetzt großartig erwartet? Keine Ahnung, hätte ja noch irgendwas wie Sonic sein können, der von Sega kommt. Ja, gut. Oder hätte irgendwas wie Solid Snake zu tun, der auch seinen Auftritt entsprechend schon in Wow, aber Nintendo-Spielen alle hatten hatte. irgendwo mal was mit Nintendo zu tun. Und ich sag mal so, es gibt eine einzige Reihe, die ich von Sony wirklich wüsste, wo ich dich nachfragen könnte, und das wäre Final Fantasy. Selbst da würdest du wahrscheinlich auf falsche Sachen irgendwas vermuten. Ich weiß die wenigsten Namen von den Figuren. Die Ja, allerwenigsten. deswegen habe ich auch kein Final Fantasy genommen. Außerdem wäre das auch ein Computerspiel. Ja. So. Weiter im Das Text. heißt, jetzt das lustige Franchises durchraten fängt an. Fangen wir mal beim größten an. Ist es irgendwas, was mit Nein. Mario Franchise. Natürlich nicht. So. Nicht Mario. Meine Sendung läuft nicht auf ProSieben, meine Sendung läuft auf Sat.1. Nein. Okay, dann mach mal. Ist meine Figur entsprechend aus dem Kirby-Universum? Nein. Jetzt sag mir mal bitte einen Mann aus Kirby. Ich würde sagen, Meta Knight kann man schon als männlich durchgehen lassen. Nein, Bin ich Meta nach Knight Mann ist auch gefragt? Neutrum. Genauso wie Das. alle Himmelskrieger. Nein, Kirby ist Kirby in der ist ein Hinsicht. Himmelskrieger, ist kein Männchen oder Weibchen. Und jetzt kommen wir nicht mit Rule 34. Die zählt hier nicht. Also ganz ehrlich, nein. Kirby ist doch Da Meta blöd. Knight draußen ist. So. Hier wird aber als der geschrieben. Ja, der Meta Knight. Der Ritter. Du, oh, so, also ich gehöre zur ProSieben Sat.1 ProSieben Company, aber laufe nicht auf ProSieben und Sat.1. Richtig. Okay. Gut. Was gehört denn noch zur Sat.1 ProSieben Company? Also, ich habe jetzt sogar gefunden, dass Meta Knight entsprechend männlich ist. Ja, du findest im Internet ganz viel Bullshit. Ja, aber zu einer Sache, die ich halbwegs als repräsentativ ansehen würde. Außerdem hast du nicht nachzugucken, was deine Figuren Die angeht. ist doch Egal, schon ja, draußen. egal, ob die draußen ist oder nicht. Mecker, mecker, mecker. Was gehört denn noch dazu? Ich glaube, Kabel gehört dazu. Läuft meine Sendung auf Kabel 1? Nein.
ist meine Figur entsprechend aus dem Donkey Kong Universum? Als ob. So. Das gehört. Du hast gesagt, ich soll die in 20 Minuten erraten können. Ja, logisch. Du hast dich mit den Computerspielen da selbst rausgehauen. Ja, ich bin aber wieder auf Fahrt. Was gehört denn noch zu Pro7 Sat1? Das wüsste ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ich wüsste nicht, was dazu gehört. Soll ich für dich nachgucken? Nee, du musst den Kanal ja kennen. Du musst den Kanal ja wissen, auf dem es läuft. Richtig. Ich kenne den aber auch nur, weil mein kleiner Bruder den guckt. Oder schon geguckt hat. Ich weiß nicht, ob es dazu gehört. Aber dann. Aber antworten, aber mach mal weiter. Nee, also Six ist das nicht, weil Six, also selbst wenn Six dazugehört, ich wüsste keine. Six gehört dazu. Ja, aber ganz ehrlich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Six dazugehört. Eieiei. Gesundheit. Danke. Soweit ich weiß, gehört Vox zu RTL. Ach, da haben wir es. Ja, Six gehört auf jeden Fall zur ProSieben-Mediengruppe. Ja. Aber ich wüsste keine Kindersendung, die auf Six läuft. Wüsste ich auch nicht. Und die hatten bisher jeweils immer nur weibliche Geschäftsführerinnen. Ja, warum wohl? Ich muss ja eine gezeichnete Figur sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, was jetzt noch dazu gehört. Keine Ahnung. Weil ich weiß, dass es nicht Six ist. Also meine Sendung läuft auf einem anderen Sender als Six. Ja. So. Meine Sendung läuft auf einem anderen Sender als Pro7 Max. Nein. Okay, dann ist es auch sehr schön. Ja, dann hau mal raus. Gibt's irgend jetzt eine Sache, wie ich ganz schnell da drauf käme? Ja, wenn du fragst, bin ich die und die Figur und ich sagen muss ja. Eine männliche Figur. Okay. Ja. Bin ich ein Mann? Du meinst über 18? Ja. Ja, bist du. Moment. 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 Ich hab's jetzt aufgeschrieben. Ja, schreib mal auf und vielleicht streichst es gleich durch, aber ich meine, du müsstest über 18 sein. Ich muss es eben nachgucken. Sonst heulst du gleich wieder rum. Ja, du bist viel, viel weiter als ich, also mach dir da mal nichts vor. Dann müssen wir einmal. Das und dann klicken wir mal da drunter und. Wird im Wikipedia-Artikel als junger Mann beschrieben, ja. Als junger Mann? Ja. Mhm. Also, da du jetzt halt sagst, Mann, bin ich auch der Meinung,
klar, die Frage muss einfach mal sein. Humanoide Persön-, also humanoides Auftreten. Der tritt schon ziemlich humanoid auf, ja. Das heißt, ich habe jetzt noch zwei Sachen im Kopf. Okay. Und wenn es die beiden nicht sind, dann überschätzt du mich mal wahrscheinlich wieder. Hau raus. Bin ich eine Figur aus dem Zelda-Franchise? Von wo denn sonst? Ja, natürlich. Ich hätte noch Schalk entsprechend in den Raum geworfen, aber... Juhu, Schulk! Super Idee! Das wäre noch eine Figur, die wahrscheinlich 18 sein müsste. Ja, soweit ich weiß, ist Schulk irgendwie 15 oder 16 dargestellt. Guck später mal nach. Ich bin der Meinung, irgendwo mal 18 gelesen zu haben. Ja, Xenoblade Chronicles heißt im Übrigen das Spiel. Und bin ich dann entsprechend Link? Bist du natürlich nicht. Sehr schön. So. Dann habe ich nur noch eine Vermutung. Und wenn es das nicht ist, dann überschätzt du mich und dann denkst du mal wieder, ich weiß mehr, als ich wirklich weiß. Ja. Prosimax. Bin ich aus der Feder von Matt Gröning? Würde mich wundern. Wäre cool. Nein. Okay. Gut, dann hau raus. Bin ich Gandalf? Nein, natürlich nicht. Dann kenne ich die Figur nicht. Natürlich kennst du die Figur. Nein, kenne ich nicht. Auf jeden Fall kennst du die Figur. Nein, kenne ich nicht. Auf jeden Fall kennst du die Figur. Kenne ich nicht. Doch, bin ich mir ziemlich sicher. Nein, kenne ich nicht. Ich kenne außer den beiden nichts, was irgendwie männlich ist im Zelda-Franchise. Mhm, doch, kennst du. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass du diese Figur kennst. Toon Link kann es auch nicht sein. Young Link kann es auch nicht sein. Warum können es die nicht sein? Weil du gesagt hast... Also warum kann es Toon Link nicht sein? Weil ich den eigentlich jetzt als unter 18 einschätzen würde. Aber stimmt, du hast vorhin das mit als junger Mann entsprechend revidiert. Ich wollte es nur gesagt haben. Also möchte ich mal eben angemerkt haben. Dann muss ich die beiden noch durchraten. Und wenn es die beiden nicht sind, dann weiß ich es wirklich nicht. Okay. Ich bin gezeichnet. Immer noch. Ich bin gezeichnet, nicht von Matt Gröning. Das habe ich noch nicht aufgeschrieben. Nicht von Matt. Matt reicht mir eigentlich. Die läuft auf ProSiebenMax. Ich weiß, dass da ultra viel Scheiße läuft. Ich weiß, dass meine Freundin da Animes drauf guckt, aber ich glaube... Ich glaube nicht, dass ich ein Anime bin. Ich komme in einem Cartoon vor. Nein. Kein Cartoon. Nein. Bin ich Toon Link? Nein. Das heißt, ich komme aus einem Anime. Ja. Ach du Scheiße. Okay, cool. Florian hat diesen Anime schon mal gesehen. Ja, bin ich der Meinung. Nur mal so am Rande, sowas wie Yu-Gi-Oh! Oder sowas habe ich seit der dritten Staffel nicht mehr geguckt. Ja, und? Und Pokémon auch nicht. Yu-Gi-Oh! Gibt es auch durchaus einige Figuren. Ja, aber wenn ich mich richtig erinnere, läuft Yu-Gi-Oh! Nicht auf, oder ist nie auf ProSiebenMax gelaufen. Doch, ist es. Also nicht Yu-Gi-Oh! Moment, aber Yu-Gi-Oh! Moment, Moment, Moment. Ich habe nach aktuellen Serien gefragt. Aktuell läuft kein Yu-Gi-Oh! Auf, also nicht Yu-Gi-Oh! Auf dem Kanal. Das weiß ich. Weil da müsste im Moment Arc 5, das wäre für mich eine Yu-Gi-Oh!-Serie. Ja, so, aber... Erstmal auf mit dem Jahr reagieren, bis du spezifizieren würdest.
Nö, das ist ein anderer Anime. Arc 5 oder wie heißt es? Arc 5 heißt es? Arc 5, ja. Ja, ist ein anderer Anime als Yu-Gi-Oh! Und entsprechend das normale Yu-Gi-Oh! Läuft da drauf auch, habe ich gerade gesehen. Aber nicht aktuell. GX läuft sogar gerade drauf. Ja, habe ich aber nie gesehen. Du hast gerade gesagt, die ersten zwei Staffeln von GX ist die zweite. Nein. Du meinst Staffeln, Staffeln oder Serie? Staffeln wirklich. Nie die Serie, die Serie noch nicht. Wirklich, ich habe nur Yu-Gi-Oh! Geguckt. Ich habe GX habe ich schon gar nicht mehr geguckt, weil ich es einfach Bullshit finde, weil die da irgendwie sich solche dummen Effekte ausdenken. Das gibt es gar nicht. Das gibt es gar nicht. Also, ich bin ein Anime. Gut. Also ich weiß, da läuft Naruto drauf, da läuft One Piece drauf, da läuft Yu-Gi-Oh! Drauf, ich meine, Conan läuft da drauf, ich meine, Pokémon läuft da auch drauf. Und Pokémon hat. Ne, Pokémon sind auch andere, Serien. Sind andere, haben immer irgendwie anders. Pokémon XY oder was weiß ich, was da gerade läuft. Weiß ich gerade gar nicht, was da die aktuelle Serie ist. Also, was weiß ich? Ich glaube, Sonne und Mond werden sie es einfach genannt haben. Ist auch wurscht, habe ich nie gesehen. Ich habe Pokémon geguckt und Pokémon bis Dawn habe ich geguckt. Also bis zur dritten Region. Ich glaube, das war Sinnoh. Und dann habe ich es irgendwann hängt es dann doch zum Hals raus. Also die normale Yu-Gi-Oh!-Serie haben sie auf jeden Fall immerhin online. Okay, wir machen das anders. Mein Anime hat unter 900 Folgen. Und jetzt bitte ich genau darauf zu achten, der Anime, der spezielle Anime. Pokémon hat auf jeden Fall drunter. Du meinst jetzt die Gesamtsache da davon? Richtig. Boah, jetzt muss ich durchrechnen. Also ich zähle Naruto Shippuden als eigenständigen... Ja. Ja, drunter. Okay, dann ist... Also wenn dann ist Shippuden da drunter zählt, dann passt das. Dann ist in Ordnung. Conan ist damit raus, weil der ist, glaube ich, bei 924 oder sowas im Moment. Auf deutsche Folgen bezogen? Nein, ich habe nur nach dem Anime gefragt. Ich habe nicht nach deutschen gefragt. Aber du gehst ja auch da davon aus, dass entsprechend, wenn du bei einer Yu-Gi-Oh!-Serie die nicht komplett gesehen hast, dass die auch ausscheidet. Ne, wieso? Warum sollte Yu-Gi-Oh! Ausscheiden? Das klang vorhin so bei dir, als hättest du es ausgeschlossen. Also nicht durch die Frage jetzt gerade, aber Yu-Gi-Oh! Könnte es nur sein, dass es... obwohl, Yu-Gi-Oh! Müsste draußen sein. Wieso? Weil die ganzen Yu-Gi-Oh!-Serien zusammen dürften mehr als 900 Folgen fast haben. Mm-mm, haben die nicht. Die sind wahrscheinlich irgendwo bei 500 oder so. Ist auch wurscht. Dann ist dann auch nicht draußen. Nur Conan ist das Einzige, was du ausschließen kannst. Also Conan ist draußen. Meine Figur... Moment. Scheiße, ich könnte noch ein Pokémon sein. Ich bin Neutrum. Mhm. In meiner Serie wird nicht... mein Leben war in dieser Serie noch nie bedroht. Damit möchte ich sowas wie Pokémon ausschließen. Deine Frage ist eine Negierung, wenn ich das gerade... Mein Leben war noch nicht, da ist die Negierung bedroht. Die musst du anders formulieren. Ja, fange ich mir das... Nein. Mein Leben war schon mal in dieser Serie bedroht. Ja. Oh. Lebensbedroht. Gut, damit ist sowas wie Pokémon draußen.
Mein Anime ist abgeschlossen. Nein. Okay. Damit ist Yu-Gi-Oh! Definitiv draußen, weil wie gesagt, ich habe nur die erste Staffel gesehen und dementsprechend. Und die ist abgeschlossen. Oder Yu-Gi-Oh! Ist abgeschlossen. Ja, ich kann trotzdem immer noch Nein sagen. Okay. Young Link? Nein. Dann kenne ich die Figur nicht. Doch, du Was kenne ich bitte noch aus dem Zelda-Universum? Du kennst die Figur. Ich habe kein einziges Zelda-Spiel durchgespielt. Brauchst außer du den beiden auf dem Game Boy, und die kenne ich ja nicht mehr großartig. Brauchst nach, keine Ahnung, 15 Jahren, 20. Brauchst du auch nicht. Nein, ich kenne die Figur nicht. Moment, was hätte ich jetzt gerade gefragt? Nicht abgeschlossen. Mhm. Gott im Himmel, sie ist nicht abgeschlossen. Die Manga-Reihe ist abgeschlossen. Nein. Ah ja, dann ist Naruto draußen. Weil Naruto ist abgeschlossen. Mhm. Der heißt danach Boruto. Boruto geht's, ja. Das ist Boruto, das ist was anderes. Ja. Ja. Damit kann ich durchaus leben. Nee, ich habe keine Ahnung. Musst du irgendwie anders drauf kommen? Kann ich nicht. Ich weiß, dass es eine Figur aus Zelda ist, die ich nicht kenne mit dem Namen. Richtig. Doch, du kennst die. Auf jeden Fall kennst du die Figur. Ist die Figur in Smash Bros. Vorgekommen? Ja. Wie formuliere ich das als Nicht-Verneinung? Ich kann dir ja sagen, was ich fragen wollte, mit der Verneinung entsprechend. War es eine nicht spielbare Figur? Aber lass die Frage gut sein. Ich meine, ich bin die ganzen spielbaren Figuren durchgegangen. Es kann nur noch irgendwie eine Trophäe oder irgendwas Beklopptes sein. Dann frag doch, ob es eine Trophäe von dir gibt, du Hayupai. Das würde mich überhaupt nicht weiterbringen. Auch von den ganzen spielbaren Figuren gibt es Trophäen. Ja, aber die bist du durch. Ja, und selbst von Helferfiguren gibt es überall Trophäen. Ja, aber die sind ja auch nicht spielbar. Ja, und weiter. Also, ich habe ja nie die Frage gestellt, ob es eine spielbare oder nicht spielbare Figur ist. Deswegen, das kann ich ja nicht wissen. Ich weiß nur, dass ich die klassischen, männlich sind und entsprechend aus dem Zelda-Franchise, da habe ich jetzt eigentlich alles durchgegangen, was irgendwie mir bekannt ist. Dann frag. Und du sagst, es ist eine Figur, die in der Geschichte als junger Mann, so hast du es doch vorhin formuliert gehabt, oder? Ich habe irgendwo was ich hab mit... Ich habe ja die Über-18er-Frage gestellt. Ja, ja, du, also, so um die, also um die 18 muss er sein. Okay. Aber da stand junger Mann, oder wie? Jugendlicher Mann, glaube ich. Okay, seltsame Formulierung. Der wird ja helfen, dass ich da Gendorf überhaupt gefragt habe. Ja, das hat mich auch gewundert, deswegen, keine Ahnung. Das war wahrscheinlich wegen der Verzweiflung, weil ich nichts mehr kenne, was irgendwie ansatzweise da reinpasst. Ja. Nein, ich gehe davon aus, ich kenne die Figur nicht. Dann musst du irgendwie anders drauf kommen. Ich ja nicht, wenn ich sie nicht kenne. Ich weiß, du kennst sie. Du kennst die Figur auf jeden Fall. Es macht keinen Sinn gerade. Soll ich mal weiterfragen und du kannst dann so über dich nachdenken? Dass ich dir das einfach abgebe? Ne, so einfach mache ich dir das nicht. Ich wüsste halt jetzt nicht noch, was es überhaupt noch an Figuren gibt. Ganz besonders namentlich. Und vergiss nicht, ich vergesse gerne Sachen, die du sagst. Da hast du Pech gehabt. Du hast auf jeden Fall schon von der Figur gehört.
Dann hast du aber jetzt was genommen, was ich entsprechend nicht kenne. Ich bin mir sicher, du kennst die Figur. Ich bin mir sicher, ich kenne sie nicht mit dem Namen. Ich würde sagen, doch. Ich würde sagen, nein. Können wir dann nachher drüber diskutieren, wenn du sie rausgefunden hast. Kann ich ja nicht, wenn ich nicht weiß, wie sie heißt. Also, hau raus. 20 Minuten von wegen. Ja! Gibt's irgendeine Frage, die mir noch hilft, entsprechend die... Ganz viele. Also mir fallen ganz, ganz viele Fakten zu der Figur ein. Aber das bin auch ich. Mhm. Ich meine, ich wüsste der schon, welche... Der schlechthin. Ja, also ich wüsste schon, welche Figur es ist, aber... Mit den Daten, die du im Moment hast. Ja, natürlich wüsste ich das. Du weißt im Moment nur, dass es irgendwas aus dem Zelda-Franchise ist. Ich wüsste das schon, ich hätte schon vor 10 Fragen gewusst, welcher das ist. Es ist doch nur klar, dass es eine männliche Figur ist, dass sie fiktiv ist, dass ja. sie animiert ist, dass sie aus Japan zumindest ein Teil kommt, dass... ja, im Prinzip weiß ich jetzt nur noch, dass es eine Figur ist, die aus dem Zelda-Universum kommt, die männlich ist und irgendwie um die 18 Jahre aussieht. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Und wenn es halt nicht Link, Toon Link oder Young Link ist? Richtig. 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 Dann kenne ich sie nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass du sie kennst. Und ich bin der Meinung, ich kenne sie nicht? Ja. Dann frag jetzt was oder gib ab. Wir müssen echt einen Timer einführen. Ja, das wird uns nicht viel bringen. Da sind wir beide schlimm. Ja, aber von 2 Minuten Timer einfach, dann zieht sich das auch wenigstens nicht so lang. Nee, dann spiele ich gar nicht mehr mit. Dann bin ich komplett weg. Dann kannst du alleine spielen mit dir selbst. Spiel mit dir selbst. Hau raus. Ich kenne die Figur nicht. Ich Doch. Weiß nicht, was es für einen Namen haben soll. Das ist hundertprozentig klar. In der ja gut, dann reicht mir die Beschreibung, wie sie aussieht später. Ich kann ja nur noch jetzt entsprechend mal vielleicht auf die Spiele runter reduzieren. Ist es eins... Kommt die Figur in einem der Legend of Zelda-Teile vor? Ja. Das war eigentlich auch schon ziemlich klar, oder? Ja, ziemlich. Ist das Spiel, aus dem meine Figur kommt, vor 2000 erschienen? Ich bin mir ziemlich sicher, ja, aber... Vor 2000. Ja. Das hilft mir ja wenigstens etwas, dass ich ein bisschen mehr eingrenzen kann. Aber was habe ich denn noch großartig? Dann rate ich mal ins Blinde rein. Wobei, ich kann es ja noch ein bisschen einschränken. Ist meine Figur nach 1995 entsprechend... Also ist das Spiel, in der meine Figur ist, nach 1995 erschienen. Welche Zelda-Spiele sind denn nach 1995 erschienen? Und vor 2000 immer noch ein paar. Ja, welche? Ich bin der Meinung, Ocarina of Time müsste irgendwas um den Dreh rum haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Majora's Mask davor oder danach gewesen ist, aber... Du weißt es natürlich aus dem Steg. Natürlich weiß ich's. Ja, bist du. Also meine Figur ist vor, was habe ich jetzt nochmal zeitlich eingeschränkt, 2000 und vor 2000 und nach 95, ne? Hast du es dir nicht aufgeschrieben? Nein, ich habe es mir eben nicht aufgeschrieben. Du hast vor 2000 gefragt, ja. Und nach 1995. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, was du da gefragt hast. Ich meine, du hast vor 95 gefragt. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, aber ich habe dir gesagt, ich hatte heute Nacht 3 Stunden Schlaf. Nein, du bist zwischen 95 und 2000. Zwischen 95 und 2000. Das heißt, was bleibt denn da noch übrig?
Ach, gehen wir doch mal direkt, wenn ich jetzt ein Nein kassiere, was soll's. Ist meine Figur aus The Ocarina of Time? Ja, logisch. Es gibt kein anderes Spiel, was dazwischen ist. Majora's Mask ist erst 2000 erschienen. Wie gesagt, war ich mir nicht sicher. Du bist der Experte auf dem Gebiet. Dann hau aus! Ich wollte mir jetzt eben gerade echt nochmal Majora's Mask, das ist das Spiel, das die Figur da draus ist, aufschreiben. Du siehst, ich bin nicht auf der Höhe. Was gibt's denn da bitte an Figuren? Das soll eine männliche Figur sein. Ja. Ich bin echt der Meinung, ich kenne sie nicht. Wie gesagt, mir reicht eine Beschreibung. Zur Not. Der ist schon klar, das Spiel habe ich nie gespielt. Das ist mir bewusst, ja. Wie gesagt, mir reicht zur Not eine Beschreibung. 20 Minuten. Ja. Kurzum, fick dich, 20 Minuten. Ja, ich merk's. Ich wüsste halt jetzt echt nicht. Navi hat eigentlich kein Geschlecht, wenn ich drüber nachdenke. Doch, hat sie. Ernsthaft? Ja. Also ich bin der Meinung, ich kenne die Figur nicht mit dem Namen. Brauchst, wie gesagt, brauchst du nicht. Du kannst sie von mir aus auch beschreiben. Wo sie steht, was sie macht, wie auch immer. In einem Spiel, das ich nie großartig gespielt habe. Du kannst mir auch sagen, die ist in Smash Bros. Meal da und da gewesen. Kannst du mir genauso gut sagen, wenn du das lieber hast. Es muss mir nur eindeutig sein, dass du die Figur erkannt hast. Und keine Sorge, ich weiß genau, wo die Figur auftaucht. Also ich glaube, ich weiß es nicht. Ja gut, dann frag irgendwas. Ja, genau da bin ich gerade am Überlegen. Wir haben auch gesagt, die Figur ist humanoid, ne? Das habe ich mir nämlich vorhin nicht aufgeschrieben. Humanoid, ja. Das ist richtig. Gut, dann gehe ich mal genau auf das bisschen mehr ein. Ist die Figur menschlich? Humanoid ist menschlich, menschenähnlich. Ja, menschenähnlich. Ich frage ja, ob sie menschlich ist. Für mich ist es das gleiche, also ja. Ach so. Ich dachte, wenn jetzt irgend sowas wie, ich glaube, Gordons heißen die Dinger oder sowas. Goron meinst du? Für mich sind die auch menschlich. Okay. Also für mich sind das auch Humanoide. Ja, und für mich sind das entsprechend keine Menschen. Und das genauso, genau gut die Frage. Genauso gut sind Zoras für mich menschlich. Das sind nach Menschenart gebaut. Also die sind natürlich abgeändert, aber dann muss ich dir auch sagen, menschlich ist dann keiner im Zelda-Franchise. Es gibt keine Menschen in Zelda. Elfen lasse ich gerade noch so durchgehen. Es gibt auch keine Elfen. Es gibt auch keine Zwerge oder Kobolde. Link ist ein Hylianer. Ein was? Ein Hylianer. Aha, du fragst mich über ein Thema, wo ich nicht mal weiß, was der Held da davon ist. Der kommt aus Hyrule. Hyrule. Hylianer halt. Genauso wie Zelda. Aha. Ist auch Hylianerin. So. Ich dachte, ihr wäre immer eine Elfe. Hau raus. Frag was oder gib ab. Ist das so eine Figur, die grüne Kleider trägt? Nein. Keine grünen Kleider? Nein. Ich dachte, so ein komisches grünes Männchen noch irgendwo im Kopf zu haben, aber nein, dann weiß ich absolut nicht. So.
Ich würde den Anime als Standard-Anime einsiedeln. Ja. Okay. So, mein Leben war schon mal bedroht. Das heißt. Moment. Der Manga ist ist nicht abgeschlossen, das heißt, Naruto ist draußen. Pokémon ist draußen, weil das Leben war noch nie von irgendwem mit Pokémon wirklich bedroht, vor allem nicht von einem Neutrum. Von einem Neutrum war noch nie das Leben bedroht. So, ich bin ja weder männlich noch weiblich. Bei Conan wüsste ich nichts, was weder männlich noch weiblich ist. Dir ist aber schon klar, dass du gefragt hast, ob... ob ich männlich bin oder weiblich bin. Mhm. So. Das heißt, ich kann auf gar keinen Fall ein Mensch sein. Weil Menschen sind alle männlich oder weiblich. Also ich bin auf gar keinen Fall ein Mensch. Ich bin ein unmenschliches Wesen. Ob man das als Verneinung durchgehen lässt? Nein. Ja, das ist menschliches Wesen, ja. Das ist ein Zustand, unmenschlich. So. Deswegen, außerdem ist das eine Feststellung, weil Menschen sind immer männlich oder weiblich. Es gibt nichts anderes. Relativ. Nein, Facebook gibt es irgendwie 60 Geschlechter. 37 waren es, glaube ich. Also keine 60, aber trotzdem viel zu viele. Das heißt, ich kann eigentlich nur aus One Piece kommen. Obwohl, warte mal. One Piece. Der Manga ist nicht abgeschlossen. Der Anime ist auch auf gar keinen Fall abgeschlossen. Yu-Gi-Oh! Ist. Wie sieht davon aus, dass es überhaupt einen Manga dazu gibt? Yu-Gi-Oh! Ist. Ja, ein Anime, der keinen Manga hat. Dein Ernst? Ich sag nicht, dass das der Fall ist, du gehst bloß da davon aus. Läuft Dragon Ball. Aber ich kann dir ein bisschen dazu helfen. Ja, der Manga dazu ist nicht abgeschlossen, ist eigentlich schon eine Aussage. Ich hab gefragt, ist der Manga abgeschlossen? Aber nochmal, du gehst halt da davon aus, das könnte gefährlich sein beim nächsten Mal. Ja, aber sag mir mal ein Anime, wo es keinen Manga zu gibt. Danke. Pokémon war so. Na, Anime, im Moment, na, Anime. Nein, da wo es entsprechend so gewesen ist, dass der Anime eine Zeit lang existiert hat, ohne dass ein Manga dazu existiert. Ja, gut, aber ein Standard-Anime, der keinen Manga hat, vergiss es auf gar keinen Fall. Ich kann, also für mich sind ja die Standard-Animes Detektiv Conan, wobei ich den schon als grenzwertig zählen würde, Naruto, One Piece, Pokémon und Yu-Gi-Oh! So. Das heißt, das sind so für mich die Standard-Animes. Ich weiß, dass Digimon seit Ewigkeiten nirgendwo mehr läuft. Wäre aber auch ein Standard, oder? Wäre auch noch ein Standard für mich, aber... Da sind wir uns einig dann. So, das sind also so für mich die Standards. Da hört es dann aber auch schon auf. Dragon Ball vielleicht noch so gerade eben. Also wirklich das erste Dragon Ball. Aber da bin ich auch nicht. Dementsprechend... Ich kann nur aus One Piece sein. Alle anderen müssen draußen sein. Also ich bin aus One Piece. Du gehst in eine falsche Richtung, sag ich dir. Bin ich aus One Piece? Nein. Okay. Dann bin ich gleich mal auf deine Begründung gespannt. Kein One Piece. Ganz besonders, was du eben gesagt hast, da haben wir andere Definitionen, glaube ich. Was? Was Standard ist und was nicht Standard ist. Moment, ich habe ja gefragt, ob ich den Anime als Standard einsortieren würde. Und ich hätte eigentlich, bevor du eben deine Aussage getätigt hast, eher noch dazu tendiert zu sagen, ja, das ist Standard. Welchen Anime habe ich denn jetzt gerade nicht im Kopf, der wirklich Standard ist? Also ich weiß, dass so uralte Dinger wie Sailor Moon oder sowas, das würde ich auch noch als Standard zählen, aber Ich bin der Meinung, wir kriegen beide unsere Sachen nicht raus. Ich krieg meine Figur nicht raus und du kriegst meine Figur im Moment mit dem, wie du dran gehst, auch nicht raus. Also irgendwas, was ich wahrscheinlich als vielleicht Must-Have einsortieren würde,
Vorstellbar. Und du bist dir sicher, dass es als Anime kategorisiert wird? Hundertprozentig. Okay. Ja, das kann ja sein. Ich krieg meine Figur definitiv nicht raus. Ich bin jetzt alles durchgegangen, was es überhaupt ansatzweise irgendwie an Zelda-Wissen in meinem Kopf gibt. Und nein, ich krieg's nicht. Ich weiß absolut nicht, was du meinst. Ich gebe auf. Ich kann es nicht anders sagen. Wenn du noch ein bisschen weiterraten willst, kannst du gerne weitermachen. Ich gebe auf. Okay. Hast du schon mal was von der wunderbaren Figur Sheik gehört? Sheik ist aber nicht männlich. Sheik wird in den meisten Fällen als Mann dargestellt und wurde auch von Prinzessin Ruto als junger Mann, der sie gerettet hat, dargestellt. Deswegen ist es im Normalfall so das einzuordnen. Das ist aber ganz mies gewesen von dir. Wie viele Figuren gibt es denn? Du hättest einfach nur fragen müssen, ist es eine spielbare Figur aus Smash Bros.? Ja. So. Aber wenn es ein Mann ist. Ja, hättest du. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, er nimmt jetzt einfach gleich das vermeintliche Nein, schluckt er einfach und sagt dann. Und dann muss ich sagen, natürlich ist Sheik spielbar und dann bleibt nur noch Zelda und Sheik. Und da Zelda eindeutig weiblich ist und Sheik, da gibt es halt die Diskussion, ob Sheik weiblich ist oder Sheik männlich ist, weil die einen sagen, also wo ich zugehöre, dass Sheik halt, oder Zelda sich durch ihre Magie zu einem Sheika, einem männlichen Sheika verwandelt. Mhm. Und die anderen sagen, sie hat sich einfach nur die Brüste nach hinten gebunden mit einigen Bandagen. Und und dass sie dann die Kleidung der Sheika angezogen hat. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber nein. Das ist eine Diskussion und da haben wir ja vorher gesagt, das, was eher vertreten ist. Und da, finde ich, ist die Meinung, dass er ein Mann ist, eindeutiger. So, deswegen, Sheik, ganz einfach. Und da war ich eigentlich ziemlich. Da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass du da in 20 Minuten drauf kommst. Ganz einfach. Wir haben jetzt über eine Stunde, glaube ich, gerade. Ja, ja. So. Ich würde es als Standard-Anime. Also, du würdest bist ja, es nicht als Standard-Anime so beschreiben, nach der letzten Aussage, die du eben gebracht hast. So. Sollte eigentlich jetzt ziemlich klar sein, wohin es geht, oder? Ja, in irgendwelche Must-Haves, aber da wüsste ich halt nicht, was läuft denn da großartig auf dem Scheißkanal. Du hast eben noch was gesagt gehabt über eine Serie, wo du die erste da davon entsprechend dazu ziehen Yu-Gi-Oh! Würdest. Nein. Naruto? Nein. One Piece, Pokémon? Nein, nein. Detektiv Conan? Nein. Dragon Ball? Ja. Ich bin aus Dragon Ball. Ja. Eigentlich muss man korrekterweise sagen, der in drei unterschiedlichen Serien drin gewesen ist. Vier. Also vier, es gibt vier Dragon Ball Serien. Dragon Ball, Dragon Ball Super, Dragon Ball Z und Dragon Ball GT. So. Bei der ersten doch, ja, dann sind es vier sogar. Ja, so. Ich bin in Dragon Ball Z drin. Ja. Ich komme auch noch in anderen außer Z vor. Bin ich Freezer? Nein. Okay. Dann wird es jetzt echt schwierig. Weil nicht männlich, nicht weiblich. Freezer hätte ich noch durchgehen lassen, dass der es nicht ist männlich. Ist gemein, muss ich auch zugeben. Ja, dann komm du mir nicht mit Sheik. Es war das Einzige, was Sheik eigentlich da gerettet hat, dass das nicht so einfach ist. Ja. 20 Minuten. Ja, wie gesagt, eigentlich hättest du das in 20... Hättest du nicht das mit 20 Minuten gesagt, dann hätte ich auch da ein bisschen wahrscheinlich mehr gebohrt, aber naja. Wurscht. Okay, also ich komme in Super vor. In Z vor. Ja. Und ich komme nochmal in Super vor. Ja. War ich mal ein Gegner? Ja. Bin ich fett? Nein. Okay, dann bin ich nicht Bu. Richtig. Okay. Ich war mal ein Gegner. Es gibt keinen Geschlechtslosen in der Z-Gruppe, also ist das auch... Genau.
Moment. Ist Piccolo geschlechtslos? Ja. Okay, dann bin ich Piccolo. Ja. Ach du Scheiße. Ja, in Ernst? Gesagt, Piccolo ist geschlechtslos? Ja, ich schick dir auch gerade mal einen Link. Na, ich glaub's dir. Boah, nee, dein... Es gibt keine weiblichen Namekianer. Es gibt auch keine männlichen Namekianer als Schlussfolgerung da davon in der Form. Ach Gott, ich bin Piccolo. Ja, ich glaub's dir. Natürlich, sein Vater, der hat ihn ausgekotzt. Richtig. Ach, Scheiße. Ja, hätte ich drauf kommen müssen. Das hat mich so ein bisschen rausgehauen. Ja, sonst, aber das Geschlecht hat uns dieses Mal echt beide rausgehauen. Ja, da habe ich mit auch gerechnet gehabt, zumindest auf meiner Seite. Ja, also, gut. Es hat sich ansonsten jetzt so in die Länge gezogen, das wäre, naja. Tja, auf Sheik bist du halt nicht gekommen. Hast du Pech gehabt? Nein. Okay. Aber du musst dich auch böse nachhelfen. Ja, gut, also wenn wir da unterschiedliche Definitionen haben, dann ist das halt blöd. Dann muss man das halt im Endeffekt richtigstellen. Das ist halt ärgerlich. Aber ich habe halt direkt einen Nachweis da dafür. Bei dem anderen, das ist so ein Diskussionsthema. Ja, hätte ich vorher ein bisschen... Wäre ich nicht so verpennt heute, hätte ich mir die Aussage von vorher nochmal durch den Kopf gehen lassen. Tja, hast du aber. Aber Sheik ist halt so ein absolut umstrittenes Thema. Ich hätte die immer hundertprozentig als weibliche Figur, als Alternativform von Zelda gesehen. Und nicht irgendwie mit der Magie. Das kann nur jemand wissen, der sich mehr damit beschäftigt. Ja. Und das tue ich nicht. Da hast du leider das Pech weißt gehabt. Weißt du auch, dass ich mich da damit nicht großartig beschäftige. Aber du kennst die Figur. Ja, ich kenne die Figur. Nein, ich hätte sie nicht mit deiner Beschreibung zusammengekriegt. Ja, aber soll ich dir nur die Leute, die absolut in den Foren da sind. Nein. Also, ich sag mal, die meisten werden Sheik, die ihn kennen, sogar als Mann sehen. Also ganz, ganz viele. Auch ganz, ganz viele, die gar keine Ahnung von der Diskussion haben, zählen Sheik als Mann. Doch. Weil Sheik immer als junger Mann sprechen wird. Also wird immer als junger Mann dargestellt und Link behandelt ihn auch immer als jungen Mann. Jetzt bin ich richtig gespannt. Nur mal so am Rande. So, aber das machen wir jetzt im Nachhinein. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Kampf der Geschlechter werde ich das da Ding haben hier... weiblich. Ne. Ich habe gerade mal geguckt, es gibt ein offizielles Statement von Nintendo, dass er weiblich ist. Gucken wir gleich. Schick dir auch direkt. Ja, mach, halt die Klappe jetzt. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. Bye, bye.